1986 sind wir um unser Leben geflohen und sind nach Deutschland gekommen. Man hat uns hier in einem Asylantenheim untergebracht, in dem unten noch Moulin Rouge im Betrieb war, in dem es auch Messerstechereien gab, in dem es auch Schlägereien gab. Wir waren keine armen Menschen, aber wir hatten Geld genug zum Leben. Uns ging es finanziell sehr gut. Jedoch hatten wir keinerlei Rechte. Meine Mutter und ich waren als Frauen nicht als Menschen anerkannt. Wir sind tatsächlich um unser Leben geflohen. Wir haben uns nicht beschwert, als man uns hier 3,5 Jahre untergebracht hat. Das war für mich als Kind, als Schülerin, als ein Teenager die Hölle auf Erden. Jedoch hatte ich hier Rechte. Ich war ein Mensch, als Frau anerkannt. Und wir waren um unser Leben geflohen. Hier war unser Leben in Sicherheit. Also haben wir keine Ansprüche gestellt. Wir haben uns damit abgefunden. Wir haben uns damit zufrieden gegeben, haben uns integriert, haben uns Jobs gesucht. Und heute zum Glück haben wir wieder ein eigenes Leben aufgebaut. Es ist ein Unding, dass Menschen, die angeben, um ihr Leben geflohen zu sein, am ersten Tag schon Ansprüche stellen. Sie wollen Markenklamotten, sie wollen die wunderschönsten Wohnungen, sie wollen ein eigenes Haus, sie wollen ein Auto, sie wollen die bestbezahlten Jobs, ohne je was dafür getan zu haben. Menschen, die um ihr Leben fliehen und ihr Leben in Sicherheit gebracht haben, sind allein damit zufrieden. Ich kann es auch nicht verstehen, dass die Menschen hier erst zu Christentum konvertieren. Wenn ich einen Fluchtgrund habe, muss ich nicht erst einen erfinden, nachdem ich längst in Sicherheit bin. Hier habe ich gelebt, 3,5 Jahre lang. Jeden Tag, wenn ich das Heim verlassen habe, ist mein Schulranzen von der Polizei untersucht worden, weil man gedacht hat, wir würden Drogen rausschmuggeln. Wenn ich von der Schule kam, ist mein Ranzen wieder durchsucht worden, weil man gedacht hat, wir würden Drogen reinschmuggeln. Mit all dem haben wir gelebt, weil unser Leben hier in Sicherheit war. Weil der einzige Fluchtgrund für meine Mutter und ich es war, unser Leben in Sicherheit zu bringen. Und dafür bin ich in alle Ewigkeit dem deutschen Staat, den deutschen Bürgern dankbar. Heute ist es meine verdammte Pflicht, das an dem deutschen Volk zurückzubezahlen. Und dafür kämpfe ich.